Ja, das ist Jürgen Langstengel. Ich grüße dich, Jürgen. Hi, Sven. Ja, die große Serie, wir erklären mal Technik für Dummies. Ja, das ist so wie einer, ich bin zum Beispiel totaler Dummy. Ich kenne diesen Batteriecomputer von Büttner noch gar nicht. Bin sehr gespannt, habe nichts vorher gelesen, lass mich mal komplett drauf ein. Und ja, wenn du mal so lieb bist, wir stehen tatsächlich über dem Eingang. Dort ist das Panel, das kennt man von Morelo oder von vielen Wohnmobilen. Da ist ein Panel drin und jetzt geht es um den MT5000 EQ, habe ich das gut abgelesen? Genau, richtig, perfekt. Perfekt ausgedrückt. Dieser Batteriecomputer zeigt mir Informationen über meine Batterie. Weil ich gerade nicht am Landstrom bin, kann ich auch hier Informationen ablesen. Ich fange mal an, auf der rechten Seite nur einen Aus- und Einschalter, wo ich aber nur diesen Batteriecomputer ein- und ausschalten kann. Ich habe in der Mitte Informationen, Datum, Uhrzeit, Temperatur der Batterie. Sag mal, das ist alles nicht jetzt unbedingt so relevant. Was aber extrem wichtig ist, ist die linke Taste. Die linke Taste dient dafür, um Informationen, und ich klicke es jetzt mal so durch, Informationen zu geben, wie es meiner Batterie geht. Einmal der Fahrzeugbatterie, aber auch der Aufbaubatterie natürlich. Was sehe ich aktuell? Aktuell bin ich bei 625 Amperestunden. Das heißt, hier sehe ich meine Batteriekapazität. Ich habe hier 3 Lithium-Batterien in dem Fahrzeug mit jeweils 210 Ampere. Und merke, dass er so Stück für Stück, weil wir auch Strom aktuell verbrauchen, heruntergeht. Wir haben den Stecker gezogen. Wir sind im Moment nicht am Landstrom. Ist das okay für das, was wir zeigen wollen gerade? Perfekt, genau richtig, weil dadurch kann ich genau sehen an dem Batteriecomputer, wird die Information, die ich bekomme, wird es nicht verfälscht, so sage ich mal, durch den Landstrom, sondern alles das, was ich jetzt an dem Control sehe, kommt direkt aus der Batterie. Also Zustand wäre jetzt, zum Beispiel, ich stehe zum Beispiel auf dem Campingplatz ohne Strom. Gibt ja viele Stellplätze, die verlangen ich sag mal Geld für Strom. Wenn ich nur kurz bin, brauche ich es vielleicht nicht. Oder ich stehe an der Raststätte, Motor ist aus. Ja. Das ist jetzt der Fall. Und wir ziehen gerade Energie aus der Batterie. Genau. Wir können jetzt also sehen einmal den Batterieinhalt. Wenn ich auf diese weitere Taste drücke, sehe ich, meine 3 Lithium-Batterien, die hier angezeigt werden, haben momentan 99% Input, also reicht vollkommen aus. Fast voll. Fast voll. Ich kann weiter drücken, sehe aktuell, wie lange kann ich denn stehen bei dem jetzigen momentanen Verbrauch. Das ist eine interessante Taste, weil wir haben momentan 21,1 21,1 Stunden, was ich stehen kann. Also wenn ich alles so anlasse, wie es jetzt ist. Richtig, dann ist es in 21 Stunden nicht mal ein Tag leer. Jetzt sagst du, ja, um Gottes Willen, plus 21 Stunden, das ist ja relativ wenig. Und ich möchte dir ganz gern mal zeigen, und da gehe ich auf die Anzeige, ich erkläre das alles nochmal. Momentan gehen 20,6 Ampere aus den Lithium-Batterien heraus. Mein Inhalt war ja 600 und. Und es ist eben der Dreisatz, was gerade gerechnet wird, um zum Beispiel zu sagen, Mensch, schau mal, so lange kann ich stehen. Also das heißt, ich habe 600 Ampere drin und ich ziehe 20 Ampere momentan raus. Ja. Genau. Okay, verstanden. Durch 20, macht 20. Macht 20, ganz genau. Und jetzt wird der ein oder andere vielleicht denken, um Gottes Willen, nur 20 Stunden. 3 Lithium-Batterien. Ja, 200. Ich habe doch 3 Lithium-Batterien bestellt und kann nur aktuell 20 Ampere ziehen. Möchte ich ganz gern 20 Stunden. 20 Stunden, genau. Ja. Möchte ich ganz gern demonstrieren, was wir aus dem Fahrzeug momentan auch ziehen. Wie kommen denn diese 20 Ampere überhaupt zusammen? Das geht. Das geht. Und das kann ich wunderbar hier erklären. Ich nehme aktuell, gehe ich auf mein Control. Ich gehe her, werde zum Beispiel das Eisex, was ich gerade nicht brauche, wegnehmen und sehe, dass meine Kapazität, meine Ampere erstmal runtergeht. Ist schon gesungen, leicht. Leicht gesungen. Mhm. Ich schalte auch hier mein Multimedia aus. Auch das ist relativ leicht, ganz wenig, was hier rausgeht. Aber, und das ist mit der größte Verbraucher, das ist mein Licht. Jetzt sagt der eine oder andere, ja, Moment mal, ich habe doch LED und LED verbraucht doch relativ wenig Strom. Ja, wir haben aber auch, weil es einfach schön ist, viele LEDs verbraucht. Ne? Und viele LEDs braucht halt auch ein bisschen mehr Strom.
Ganz so, klar. Das heißt, ich kann mir das anpassen, guck mir das an. Ja. Und du wirst wahrscheinlich gleich umschalten wieder auf den Dreisatz. Und ich bin mal sehr gespannt. Aber mach mal weiter. Es geht noch ein bisschen was? Ich mach weiter. Es geht noch was. Wir haben immer noch unseren Wechselrichter hier eingeschalten. Auch den gehe ich her und kann jetzt erst einmal den Wechselrichter ausschalten. Auch da gehe ich zum Beispiel Ampere. Runde, ja. 1,3. Ich kann dann noch meine Heizung ausschalten. Und so gehe ich Stück für Stück gehe ich runter. Ich nehme jetzt uns auch mal kurz den Radio noch weg. Ist das so, im Stand läuft die Radio über die Aufbaubatterie? Korrekt. Wir nehmen wirklich alles in dem gesamten Fahrzeug, nehmen wir so gut wie möglich alles aus der Aufbaubatterie. Wir nehmen nichts aus der Fahrzeugbatterie, um immer noch herzugehen, um zum Notbetrieb immer noch starten zu können, dass ich aus meiner Lichtmaschine noch den Motor starte und noch für Strom sorgen kann. Okay, das heißt, ich kann so genau meine Verbraucher sehen. Und während ich das tue, sehe ich meinen aktuellen Stromverbrauch. Korrekt. Okay. So, ich habe aber trotzdem noch die Möglichkeit, auch wenn ich jetzt zum Beispiel hier dieses Infocontrol, wenn ich es ausschalte, und ich mache ein kleines bisschen Licht, dann sieht man es vielleicht besser, wird ein bisschen dauern, aber auch hier geht es weiter rund. 2 Ampere nochmal. 2 Ampere nochmal. Das ist nicht nur dieses Infocontrol, sondern auch die Geräte, die hier in Hab-8-Stellung stehen, die darüber gesteuert sind, die kann ich damit ausschalten. Ja, unser Kühlschrank geht ja über Strom. Unser Kühlschrank geht aktuell. Nee, ist ein Kompressor. Ist ein Kompressor. Du hast den Kompressor-Kühlschrank. Ja, ich habe den Kompressor. Ah, toll. Und ich sind jetzt momentan bei 4 Ampere, was rausgeht. Ah, 2 schon. Schon 2. Und das, genau, weil jetzt manche Geräte, die im Standby sind, die ich jetzt halt abgeschalten habe, und wenn ich jetzt, du hast es vorhin angesprochen, wenn ich jetzt hergehe und gehe auf meine Stunden, dann wird natürlich aus meinen 22 Stunden ja schon mal ja, 188. Und da, ich möchte nur kurz mal ja, sensibilisieren dafür, dass ich sage, ich bin halt doch in einem Fahrzeug, was Strom verbraucht. Ich habe aber hier wunderbar die Möglichkeit, ich habe hier eine Anzeige, um dieses überwachen zu können. Dass ich dann sage, jawohl, wie viel Strom habe ich denn momentan und wie viel Strom verbrauche ich denn und wie lange kann ich denn so überhaupt dann stehen? Das ist spannend, zumal ich habe ja noch Solar dann auch noch dabei, das wird noch addiert. Korrekt. Das sehe ich dann auch nochmal. Ja, das schauen wir uns jetzt an. Warte ganz kurz, wir müssen eins mal machen. Ich würde gerne, dass wir das mal Stück für Stück pro Gerät machen, weil viele werden ja das Thema Batteriecomputer, ach, brauche ich nicht, weil würde ich ja hier vielleicht sogar noch sehen. Ist das eine Option, der Batteriecomputer bei euch? Er ist immer dabei. Er ist immer dabei, weil es doch eine wichtige Informationsquelle ist, die ich hier habe, ist es immer mit verbaut. Okay, wichtig. Also das ist ein spannendes Gerät, der misst quasi die Stromentnahme direkt an der Batterie, kann man das sagen, über wahrscheinlich Messwiderstand oder wie auch immer. Und sieht das, zeigt das denn an. Und was hat der noch für Funktionen? Da gibt es noch ein Menü. Was kann das? Ich kann es kurz zeigen. Also wir haben hier, wie gesagt, unsere Stunden. Wie lange kann ich stehen? Drücke ich nochmal auf die gleiche Taste. Ich habe hier unten stehen Start. Da, wo der kleine Pfeil ist, der zeigt mir momentan den Start. Das heißt, das ist die Spannung 13,2 Volt von meiner Starterbatterie. Mhm. Alles im grünen Bereich, über 13 Volt ist perfekt. Drücke ich noch einmal drauf, geht mir dieser kleine Pfeil auf die Bordbatterie und zeigt mir eben dadurch meine Aufbaubatterie. Auch hier 13,3 Volt, alles perfekt. Prima. Ja. Drücke ich nochmal drauf, sehe ich wieder meine Entnahme. Das heißt, 2,3 Ampere gehen aus dem Fahrzeug raus. Sehe aber auch hier am Rand, jawohl, ich bin voll. Ah, das ist also kein Designelement am Rand, warte, ich zeige das mal gerade, sondern das ist der optimale Bereich, wo alles in Ordnung ist. Alles in Ordnung und vor allen Dingen, meine Batterie ist voll. Das sollen wir verstanden. Anzeigen. Ah, ich habe gedacht, das wäre so ein Designelement an der Seite. Nein, das ist praktisch grün, rot, gelb. Ja, so ungefähr, genau so können wir es sagen. Sehr schön. Drücke ich nochmal drauf, sehe ich wieder meine Ampere-Stunden. Aktuell 623 Ampere. Also du bist voll. Und zwar, wenn ich auf Prozente gehe, sehe ich sogar, du bist 99% voll. Ja. Wir haben hier Lithium-Batterien. Das heißt, du kannst gut und gerne 70% ohne Probleme entnehmen. Das ist für eine Lithium-Batterie gerade mal ein einziger Ladezyklus. Mhm. Im Gegensatz zu einer Gel-Batterie, der ja bei 30% Entnahme einen Ladezyklus hat,
wenn also entnommen wird, wieder aufgeladen. Oder bei 60% hat er 2 Ladezyklen schon verbraucht. Habe ich hier bei der Lithiumbatterie, ähnlich wie beim Handy, so kann man es ja auch sagen, dass ich sage, oh, ich habe hier 30%, 20%, habe noch 30 oder 20% übrig, dann ist das gerade für die Lithiumbatterie ja gerade mal ein Ladezyklus. Sag mal, die Anlage von Mastervolt ist bei 20% ausgegangen. Die hat sich, da ging der Notschalter aus. Mhm. Also der Hauptschalter hat sich selber deaktiviert. Ist hier auch so? Der Hauptschalter, auch hier ist es dann der Fall, auch der Hauptschalter misst natürlich immer die Batterien, wie viel Spannung habe ich drauf. Ja. Und wenn ich hier fast bei, müsste es liegen, ungefähr 10% oder so, habe ich nur noch 10,8 Volt auf der Batterie selber und dann löst der Hauptschalter aus und schützt damit meine Lithiumbatterie. Also ich kann sagen, rund 90% der Ampereleistung, die da steht, dieser 630 Ampere, kann ich nutzen, bevor der Hauptschalter ausschaltet und dann schütze die Batterie. Dann könnte ich ihn, also das war bei der Mastervolt so, wenn, dann geht natürlich auch die Trittstufe nicht mehr und so weiter, dann kann ich es nochmal einmal kurz aktivieren, sollte man dann aber schnellstmöglich dann wieder ausschalten oder ich sag mal einfach so einsteigen. Wichtig ist, das hat man mir bei Mastervolt dann beigebracht, nicht immer wieder an- und ausmachen, weil irgendwann schaltet die sich ganz ab. Da gibt es, glaube ich, nochmal so einen Schutzmechanismus und den haben wir an der Batterie gesehen. Ist das der, wo dann die Batterie selber schützt? Korrekt, das ist genau der. Wenn ich jetzt nicht das Fahrzeug mit dem Strom verbinde, also nicht an Landstrom gehe und schalte einfach nur immer an und aus, dann irgendwann wird natürlich meine Lithiumbatterie unter 8 Volt sinken und dann sagt sie auch, nee, jetzt mag ich nicht mehr und löst selber einen Schutz aus. Hast du gesagt, das kommt so selten vor. Das kommt ganz, ganz selten vor. Ich sollte am besten dann für Strom sorgen oder zumindest in die Sonne fahren oder aus dem Tunnel rausfahren, damit ich wieder Strom habe. Okay, klasse. Super, ja, dann machen wir jetzt gleich mal das Thema Solar, denn das ist ja auch ein Kapitel voller Mythen und da habe ich ein paar Fragen, denn meine Anlage hat immer so wenig gebracht, aber vielleicht lag es auch daran, vielleicht stand ich auch nicht gut in der Sonne. Es war so. Bis gleich, bleib dran. Jürgen, sag nur kurz deinen vollen Namen. Jürgen Langstengel. Jürgen Langstengel. Also wenn Sie möchten, Sie können bei Morelo diese tolle Führung buchen. Kann ich jedem nur sehr empfehlen. Also wenn Sie Ihr Fahrzeug abholen sollten, dann buchen Sie Jürgen mit dazu. Er ist extra dafür da. Allerdings, du bist auch gut gebucht, muss man sagen. Das heißt am besten, wenn man sowas haben möchte, schon direkt bei der Fahrzeugbestellung sagen, ich will den Jürgen. Ganz klar, am besten ja dem Verkaufsberater Bescheid sagen, ich möchte gerne eine Werksauslieferung haben. Es sind ja auch noch Besonderheiten dabei bei der Werksauslieferung. Also der Preis lohnt sich. Das ist so, ja. Also außerdem, du bist ja auch noch mit dabei. Und ich habe Jürgen ein stattliches Trinkgeld freiwillig gegeben, weil er ist so lieb und so toll. Auch abgesehen davon, dass er hier samstags unterwegs ist, ja. Also du machst das wirklich ganz hervorragend. Und ich kann nur jedem sagen, belohnt ihn dafür und bucht das mit. Es macht einen Höllenspaß mit dir. Dankeschön. Gleichfalls, danke.